Isabella Oljacik, seit 2008 innerhalb der OMV, seit 2015 Head of Sales. Was genau macht denn der Bereich und in welchen Ländern bzw. Regionen seid ihr denn aktiv? Also wir liefern maßgeschneiderte Erdgaslösungen an Industriekunden und Weiterverteiler und das in Europa. Unsere Kernmärkte reichen von Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien. Hier sind wir auch mit unserer neuen Marke OMV Gas seit Oktober aktiv. Daneben haben wir auch Tochtergesellschaften in der Türkei und in Rumänien. Das heißt, wir sind über eine sehr große Strecke in Europa vertreten. Wir sehen uns aber generell als Partner unserer Kunden. Das bedeutet, dass wir mit ihnen gemeinsam anhand ihrer Bedürfnisse die bestmöglichen Produkte analysieren und auch am langfristigen Wachstum unserer Kunden interessiert sind. Was genau bietet denn die OMV ihren Kunden? Die OMV ist eine starke Marke, ein österreichisches Unternehmen, das an der gesamten Wertschöpfungskette aktiv ist. Das heißt, wir sind auf der einen Seite in der Produktion tätig, im Transport, in dem Speicherbetrieb, aber auch in der Speichernutzung. Und wir sind an den Handelsplattformen aktiv. Das heißt, wir handeln auch mit Gas aktiv. Das heißt, wir können unseren Kunden bestens versorgen mit dem Produkt, das er eben braucht. Wir stehen aber auch für Versorgungssicherheit und das haben wir in den vergangenen Gaskrisen bereits bewiesen. Bedeutet, selbst wenn kein Gas über die Pipelines fließen sollte, haben wir immer den Bedarf unserer Kunden so prognostiziert, dass wir sie trotzdem beliefern können. Es bedeutet aber auch, das internationale Know-how der OMV zu nutzen und auch die Finanzstärke der OMV. Wir versuchen auch gesamthafte Lösungen für unsere Kunden, die in unterschiedlichen Ländern aktiv sind, zu finden und sie an mehreren Standorten zu beliefern. Unterschiedliche Länder bedeutet ja auch immer unterschiedliche Kulturen. Welchen Effekt hat das auf euer Daily Business? Für mich persönlich bedeutet es sehr viel Spaß. Ich bin sehr daran interessiert, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, auch mit unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten, sich an die unterschiedlichen Märkte auch anzupassen. Wenn man jetzt denkt, Deutschland ist ein sehr liquider Markt, das heißt, wir sind von äußerst liquiden Märkten bis in nicht so liquide oder semi-liquiden Märkten aktiv. Liquide bedeutet, dass es erstmal sehr viele Lieferanten in dem Markt gibt, aber auch unterschiedliche Handelsplattformen. Du kannst dir das so vorstellen wie auf einer Börse. Es sind auch börsenähnliche Konstrukte, wo sich Lieferanten und Kunden auch treffen können, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber natürlich auch im direkten Kontakt zueinander stehen. Es wird jede Menge Gas weltweit umgesetzt. Welche Mengen werden denn im Gas-Sales-Bereich in unseren Kerngebieten umgesetzt? Also so über den Daumen gesprochen liegt das Potenzial in etwa bei 1700 Terawattstunden. Und welche Mengen setzt dann der OMV-Sales-Bereich um? Zurzeit sind wir in etwa zwischen 120 und 130 Terawattstunden pro Jahr. Wie sehen denn die Ziele des OMV-Sales-Bereichs aus? Also unsere Ziele bestehen darin, dass wir natürlich unsere bereits langjährig bestehenden Kundenbeziehungen weiter ausbauen, weiter aufbauen, gemeinsam mit unseren Kunden. Es bedeutet aber auch, neue Produkte zu entwickeln, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, hier auch zu schauen, was denn ihr Bedarf ist. Wir haben ja auch unser Engineering-Team, das den Kunden auch bestmöglich darin unterstützt, wie er seinen eigenen Bedarf optimieren kann. Wir bieten bereits unterschiedliche Produkte an, von einer Vollversorgung über eine Sigmoid-Funktion oder einem flexiblen Liefervertrag. Stichwort Vollversorgung, was genau steckt denn hinter diesem Begriff? Dahinter steckt, dass wir den Kunden in seinem gesamten Bedarf beliefern oder mit seinem gesamten Bedarf beliefern. Der Kunde kommt zu uns und sagt uns, wie viel Menge er benötigt, auch in welchem Profil er benötigt. Was bedeutet Profil? Profil bedeutet, das ist eine unterschiedliche Abnahmemenge, entweder über den Tag verteilt oder über das Jahr, über die Monate verteilt. Das heißt, je nach dem Produktionsprozess des Kunden benötigt er einfach eine andere Menge. Und wir stellen diese Menge dann zur Gänze zur Verfügung und versorgen damit unseren Kunden voll. Stichwort Verkaufsoffensive Deutschland-Westeuropa. Wie sieht denn hier der Stand der Dinge aus? Was bedeutet genau Verkaufsoffensive Deutschland-Westeuropa? Wie sehen die entsprechenden Ziele aus und warum genau in dieser Region? Verkaufsoffensive Deutschland heißt, unseren Marktanteil auf 10% zu steigern und das im Jahr 2025. Warum diese Region? Ja, diese Region gehört mit zu den liquidesten Regionen in Europa oder in Nordwesteuropa. Hier kann man auch sehr viel lernen für die nicht so liquiden Märkte und diese Erfahrungen und das Know-how auch in andere Märkte mittragen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite verfügt aber auch die OMV über Regasifizierungskapazitäten am LNG-Terminal.
auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch über eigene Eigenproduktion in Norwegen, welche auch in Deutschland vermarktet werden kann. Und wir verfügen auch über Eigenproduktion in Österreich, welche auch ihren Weg nach Deutschland finden kann. Letztendlich geht es ja um den Vertragsabschluss. Wie kommt es denn zu einem erfolgreichen Vertragsabschluss? Gibt es ein Erfolgsrezept? Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist Zuverlässigkeit und Partnerschaft. Das bedeutet, dem Kunden auf Augenhöhe zu begegnen, ihm auch zuverlässig eine Antwort zu geben und ihm bei Fragen auch immer zur Verfügung zu stellen. Wir haben eben lokale Verkaufsmannschaften vor Ort, die immer zur Verfügung stehen. Wir versuchen oder beantworten auch die Fragen schnellstmöglich. Deswegen sind wir auch rund um die Uhr und Tag und Nacht für unsere Kunden verfügbar. Auf der anderen Seite heißt es aber auch Versorgungssicherheit. Die UMV steht für Versorgungssicherheit und selbst wenn ein Gas nicht fließen sollte über Pipelines, von uns bekommt der Kunde das Gas trotzdem. Und das ist auch etwas, was Zuverlässigkeit bedeutet. Und der dritte wichtige Punkt ist auch das langjährige Know-how. Wir sind seit knapp 50 Jahren im Gaskauf oder Gasverkauf tätig und verfügen einfach über ein umfassendes Markt-Know-how. Und dies schätzen unsere Kunden eigentlich sehr, denn wir haben sehr langjährige Kundenbeziehungen und das zeigt, dass uns der Kunde auch vertraut.